Yeah. Oh. Okay, dann wir uns endet gut, alles gut im Hiob noch. Mhm. Und wir haben geforscht die Kapitel 22 von Rambam. Ja, der spricht über die Materie und was ist materieller Verlust. Und Englisch hat gesagt, dass alles, was verbunden mit Materie oder Gips, dieselbe Materie, das ist Verlust. Kurzfristig, Dauer, strategisch, allgemein, egal. Ja? Was ist nicht Verlust, ja? Das ist die geistliche, die Idee. Ja? Sie sterben nicht, ja? Die geistliche Welt. Aber alles, was ist Materie, die Körper, menschliche Körper, das Essen, ja, und so weiter und so weiter und so weiter, das ist zeitlich und sterblich und deswegen Verlust. Das heißt, Maimonides meint, dass dieser Satan, es ist, auch kann man interpretieren wie eine Satan, klassische Satan, eine böse Funktion in der Welt, eine böse Engel, aber er nimmt das zum eine höchste Stufe. Es ist eine Materie, eine materielle Verlust. Und ich erinnere, Rambam im anderen Kapitel erwähnt, dass gibt's zwei Leutearten. Die erste Gruppe, sie hat große Angst über die materielle Verlust. Wegen dieser Idee Rambam herausfordert. Ja? Er sagt, es ist eine dumme Angst sozusagen. Ja, materielle Verlust, das Geld, Vermögen, ja, Häuser, Autos und so weiter. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe hat keine Angst über die materielle Verlust. Sie aber mögen sehr die eigene Familie. Frau, Mann, Kinder. Ja. Und diese Leute, sie verstehen, dass es die materielle Werte, Materie überhaupt, kann man wieder erreichen. Ja, materielle Sachen, das Geld kommen geht. Ja? Das kann jeder machen. Und nicht umsonst, die Buch Hiob genau um diesen Punkt beendet. Ja, die Hiob hat alles zusammen, ganz materielle Verluste und sogar doppelt. Ja? Er hatte so und so Schafe, verdoppelt. So, so Kamel, verdoppelt. Ja? Das ist Ende der Buch. Ja? Das ist genau diese Idee von der zweiten Gruppe, dass materielle Dinge kann man wiederherstellen, wiedergewinnen. Also diese Gruppe hat Angst über das Lebensverlust. Ja, das ist etwas wichtig. Und die dritte Gruppe kann überleben auch materielle Verlust und auch Lebensverlust. Aber diese Leute schätzen seine eigene Körper. Ja? Sie können nicht übertragen körperliche Schaden und körperliche Schmerzen. Ja? So ist nach Maimonides. Und das ist genau, wie die Satan bestraft. Die Hiob. Das ist genau der Weg. Deswegen hat Maimonides uns erklärt, was kommt danach und wozu. Wir sehen das bald. Ja? Also das ist diese drei Gruppen und wir lernen, zu welcher Gruppe gehört Hiob. Ja? Was hat er? Welche Angst hat er, Hiob? Mhm. Gut. Überhaupt über die Böse gibt es eine sehr, sehr interessante zwei Kapitel in Maimonides, dritte Teil von der Führer, Kapitel 11 und Kapitel 12. Mhm. Wenn Sie haben. Ich gucke gerade, ne? Ja. Das sind aber nur kurze Kapitel, gell?
Die elf ist ganz kurz, es ist mm-hmm. was, ein großer Absatz überhaupt. Mm-hmm. Ja, habe ich. Können Sie kurz vorlesen? Oh, das ist unsere Admin. Sekunde. Hallo. Мы уже на уроке, мы же сами сорганизовались. Но просто нет записи. У нас урок немцев не могли зайти. Давай, пока, у меня урок. Also, es ist ein Absatz, ja? Ja. Bitte. 11. Kapitel. Die großen Übel, welche die Menschen gemäß ihren Absichten, Leidenschaften, Meinungen und Glaubensanschauungen einander gegenseitig zufügen, sind ebenfalls die Folge einer Privation, denn sie sind notwendig verursacht von ihrer Unwissenheit, nämlich von dem Nichtvorhandensein der Weisheit. So wie der Blinde, weil ihm die Sehkraft mangelt, fortwährend strauchelt, sich selbst verwundet und auch anderen Wunden beibringt, weil niemand bei ihm ist, der ihm den rechten Weg weist, ebenso fügen die Parteien der Menschen, jede ihrer Ungewissheit gemäß, sich und anderen sehr große Übel zu, welche die Individuen der Art betreffen. Besäßen sie aber die Weisheit, die sich zur Menschenform so verhält, wie die Sehkraft zum Auge, so würden sie alle aufhören, sich und anderen Schaden zuzufügen. Denn mit der Erkenntnis der Wahrheit würden Hass und Streitsucht aufhören und die gegenseitige Schadenszufügung unmöglich werden. Wie es ja die Heilige Schrift verheißen hat mit den Worten, es wird der Wolf bei dem Lamme weilen und so weiter. Die Kuh und der Bär würden zusammen weiden und so weiter. Der Säugling wird spielen und so weiter. Jesaja 11, 6 bis 8. Nach diesen Worten aber gibt sie den Grund dafür an. Sie sagt, die Ursache des Aufhörens, des Hasses, der Streitigkeiten und der Herrschsucht sei die, dass zu jener Zeit die Menschen die wahre Wesenheit Gottes kennen werden. Und so sagt sie, sie werden nichts Böses tun und nicht zerstören überall auf dem Berge meines Heiligtums, denn die Erde wird von der Erkenntnis des Herrn so erfüllt sein, wie Wasser den Meeresgrund bedeckt. Ja, also. Ja, das war's. Danke schon. Also, okay, am Ende dieser Absatz gibt es viele, viele Zitate über die messianische Zeit. Ja? Mhm. Was es wird am Ende, es wird gut. Ja? Die Natur sogar. Und die Tiere wird verändert, ja. Und alle Leute wollten die Liebe Gott wissen. Also, im Kurz, was er sagt hier, eine Zusammenfassung, dass alle Böse, das kommt an die Menschen, es kommt von den Menschen selbst. Ja, ich habe schon das gelesen, diese Idee. Erinnern Sie, über die Leidenschaft zum Essen, Trinken und bei Schlaf. Ja, also, das ist diese Sachen ohne Grenzen, ja, ungrenzlich, ja, das ist eine böse Sache, großartig zu sagen, ja. Hier, Rambam geht weiter und sagt, dass die Wurzel von Bösigkeit, das ist, der Chochma, umgekehrt von Weisheit, sozusagen, ja, und dann, er bringt, was ist Weisheit und was ist Weisheit, die Gott wissen. Das ist eine kluge, smarte Sache in das Leben. Ja. Ganz umgekehrt, am Ende des Tages bringt die Böse an Menschen. Und das ist Hass und Streiten, ja, und so. Das ist umgekehrt von kluge und smarte Dinge, die Gott wissen. Kapitel 12 ist es längere. Mhm. Wir haben das gelesen, ja? Über genau diese Ideen, ja? Über die Leidenschaft zum Essen, Trinken und Beischlaf. Ja, ja, das ist Kapitel 12. Kapitel 12, wir haben das gelesen. Also,
aber ein Titel zum diesem Kapitel, Kapitel 12. Rambam fragt eine interessante Frage. Viele Leute fragen, was ist größere Menge in der Welt? Die gute Dinge oder die böse Dinge? Eine philosophische Frage. Und die manche Leute sagen, die böse Dinge, sie sind die Mehrheit in unserer Welt. Kennen Sie diese Idee? Hält sich das nicht die Waage, das Gut und das Böse? Überhaupt. Allgemein, was ist passiert mit dem Menschen? Und Rambam schreibt eindeutig, die größte Fehler in der Welt denken und glauben, dass die Böse sind überwiegend die guten Dinge in der Welt. Also in viele, viele Kulturen und auch Religionen gibt es oder Aussage direkt oder eine Vermutung, dass die böse Dinge, sie sind die häufigste. Und manchmal, du triffst etwa gut, aber es ist eine Ausnahme. Es ist sehr, sehr bekannt im arabischen Kultur. Gibt es eine Art von solchen Liedern, den kennen Sie. Es ist auch, gibt solche Liedern in Israel, in Türkei, im arabischen Welt. Okay, kurzum, über diese Texten, es ist, alles geht mir böse, ich bin arm, mein Vater schlägt mich, meine Mutter schlägt mich, meine Geschwister, alles ist böse. Ja? Und ich nur trinke Alkohol im besten Fall, und das ist meine Welt. Gibt es noch schlimmere Texte? Drogen und so weiter. Ja? Also solche Texte gibt es ganz übervoll. Weitergehend im arabischen Welt, auch gibt es solche israelische, der türkisch, alles was war. Es ist sehr, sehr bekannte Glauben, dass es die böse Dinge, sie sind die häufigste, sie sind die Mehrheit. Wenn so, dann falls trifft man etwa gut, wow, das ist schon ein Wunder. Es ist eine großartig. Rambam sagt, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Rambam sagt, die Leute nehmen seine eigenen Probleme und nehmen die ganze Welt in Proportion. Das heißt, unproportionelle Bild. Rambam schreibt, wenn ein kluger Mann, der kluge Mann nach Rambam, der Gott forscht, ja, der probiert zu verstehen, wie es geht in die Welt, in die Gott, wenn ein objektiver, kluger Mann, ja, er probiert unsere ganze Welt in einem Blick anschauen, dann diese Mensch sieht die größte Ordnung in der Welt, die ganze All, die Sterne, die Planeten, alles sind in Ordnung, alles funktioniert, ja. Unsere kleine Planet ist so klein zum ganzen Welt. Jeder Mensch ist so klein, ja. Die Gott versorgt über unsere Planet und die anderen Planeten. Alle lebendigen Formen, ja. Alle haben sein Essen und Trinken, ja. Wenn denkt man in solche Weg, dann versteht man, dass die guten Dinge viel mehr, vielfach, oft von den bösen Dingen. Und noch weiter. Schreibt Rambam, okay, ich erinnere das auswendig, dass er sagt, alles was ist die nötige, je billiger diese Dinge. Wie unnötige, so teure wird die Dinge. Und was ist, die Leute wollen etwa teure für sich? Das ist die Problem von dem Kopf und nicht von dem Gott. Zum Beispiel, er bringt drei Beispiele. Die notwendigste Sache für Menschen, von unserer
Lebensformat, ja, für die Menschen, für die Leute. Das ist die Luft. Ohne Luft sterben wir durch 5, 6 Minuten. Ja. James Bond 007, okay, keine halbe Stunde, aber doch sogar keine Stunde. Ja. Deswegen, in die Klammern, wenn wir lesen über die Flut, nur Geschichte, lernt man, dass die Flut war einem Jahr. Ja. Und nicht 5, 6 Minuten. Das heißt nämlich, die Ziel und die Flut war nicht, dass alle töten, ja, und sterben. Ja. Ganz andere Ziel. Ja. Okay, wir reden davon. Also, wenn so, Luft, das ist die nötigste Sache, die Luft ist kostenlos. Muss man nicht bezahlen. Ja. Gibt es solche Phrasen in jeder Sprache, Luft verkaufen, kennen Sie? Nee. Gibt es auf Hebräisch, auf Russisch, auf Chinesisch, okay. Heute ist es eine Klimaschutz, das ist eine andere Geschichte. Luft verkaufen, es verkaufen etwa das sowieso umsonst. Es kostet gar nichts. Es ist eine Maschinerie, ja, eine Machination. Verkaufen Luft, unnötige Sachen, ja, das sowieso kostenlos. Es ist, ich habe getroffen, wenn du willst, die Punkte in Flamberg schauen. Wie viele Punkte hast du? Prinzipiell ist kostenlos. Aber im Internet, du fliegst okay 30 Euro. Das ist Luft verkaufen. Sie machen die gleiche Sache für dich. Ich habe das einmal gemacht, das ist kostenlos. Nur Postmarke. Ja. Gehst du Internetseite, machst genau 1, 2, 3, 1, 6, 10, aber sie verkaufen für 30 Euro. Okay, das ist Business, keine Beschwerden. Ja, wäre es langweilig oder dumm, in Ordnung, ja, oder hast zu viel Geld. Ja. Aber das ist genau die Idee, Luft verkaufen, das ist eine Phrase. Okay? Also, die billigste Sache, kostenlos, ja. Noch billiger ist es, bezahlen für uns, für etwas. Das ist Luft. Dann, wenn vergleichen wir, schreibt Rambam, zweite Teil von diesem Kapitel 12, dritte Buch früher, wenn vergleichen wir zwischen Essen und Trinken, was ist das Nötigste? Trinken, definitiv. Trinken. Ohne Essen kann man was, 5 Tage leben, etwa so. Ohne Trinken was, 24 Stunden, dann ist schon ein Problem, gesundheitliches Problem. Und dann, die Wasser befinden sich fast in jedem Platz und deswegen Leute leben nicht in der Wüste. Da gibt es keine Wasser. Mhm. Das ist unnötig. Und wo ist die Wüste? Genau, wo ist die Quelle? Neben Quelle, auch in die Wüste. Ja, und fast jede Stadt, es steht nicht, ich sage dazu zum Rahmen, fast jede Stadt oder Dorf steht auf die andere Wasserquelle. Richtig? In jedem Platz. Ja, und so weiter und so fort. Ja, also, das Wasser, das ist auch fast kostenlos. Es war früher ein Beruf, heute schon nichts, weil wir haben die Rohre mit Wasser zu Hause. Genau. Die Leute hatten das Wasser zu deiner Tür mitgebracht. Ja? Es war kostet Geld. Talmud erwähnt das. Es war noch der Beruf vor was? 150 Jahre. Ja? Die Leute, das schwer oder die reichen Leute. Ja, es ist keine Wanne zu Hause, ja. Musste man nach Toilette oder Dusche. Ja, gehen raus und so weiter und so fort. Also dann, Leute hatten die Wasser mitgebracht. Statt gehen. Okay. Und dann die dritte nötigste Sache, das Essen. Auch hier das Essen, die grundsätzliche Essen, ist sehr, sehr billig. Okay, ich habe nicht Kartoffeln, es war noch nicht Kartoffeln in seinen Zeiten, in Spanien und in Ägypten. Aber die grundsätzlichen Dinge da zum Essen, ja, was kostet das? Das Brot bei uns, ich weiß nicht was grundsätzlich. Kartoffeln, Reis, ja, gar nichts, ja. Also es ist nicht billig, nicht teuer. Was ist teuer? Das ist Delikatessen bei uns, ja. Was für uns Delikatessen heute? Was heißt heute ein Art Delikatessen?
ich weiß nicht, was, Sushi. Okay, auch heute ist billig, aber sagen wir, kann man überleben ohne Sushi? Ja, kann man einfach Fisch essen, ja, Tuna, weiß nicht, was, ja. Nicht unbedingt Salmon essen, kann man einfach, ja, einfach Fisch essen, ja. Also, wenn wir reden auch über das Essen, die nördlichsten Dinge sind billig und erreichbar. Und diese Essenart, die Kartoffeln, der Reis, es ist fast kostenlos, sehr, sehr billig, ja. Jeder kann erreichen, ja. Also, und das ist genau, was Rambam sagt, dass die guten Dinge, sie sind die Mehrheit. Das ist die gute Dinge. Wenn du willst nur mehr essen morgen, du willst, weiß nicht was, rote Ikra, rote Kaviar, schwarze Kaviar, das schon billiger ist. Das schon kostet. Und das ist logisch, weil diese rote, schwarze Kaviar, die sind unhäufig. Mhm. Genau. Alles, was ist häufig, das ist billig. Was ist unhäufig? Deswegen, es bekommt Delikatesse. Wie sagte mein Bruder, er hat viel, viel Jahre mitgemacht mit koscher Essen. Er hatte für mich die koschere Fleisch geschickt, da und dort, durch Europa, und hat mich, was ist Delikatesse im koschere Fleisch? Kennen Sie? Nee. Die Zunge. Oh, okay. Und wieso? Weil es ist sehr, sehr wenig. Mein Bruder hat gesagt, eine Kuh ist 300 Kilo, aber die Zunge ist nur 3 Kilo. Mhm. Deswegen die Zunge, es ist Delikatesse. Und wenn du gehst nach Koscherladen, es kann sein auch 45 Euro per Kilo. Mhm. Per Kilo, ja? Aber normales Fleisch ist es was, 3, 5, 6, 7 Euro, ja? Billiger, ja? Also, das ist genau die Idee. Was ist unhäufig, dass es bekommt teuer und Delikatesse, aber das ist unnötig. Mhm. Und wenn du willst, das ist unnötig, das ist dein Problem. Kannst du reichen, kannst du reichen. Das ist schon eine andere Frage, komplett. Die Gott hat nicht garantiert, ja, für jede rote, schwarze Kaviar und die Kuhzunge liefern, ja, zu Hause. Das ist keine Garantie, nicht im Torah, nicht im Tarm, ja. Es steht wegen der Abraham, dass die Geschichte mit drei Engeln, die haben sie bekommen, ja. Und Midrash sagt, Abraham hat nicht gedacht, nicht gewusst, dass sie sind die Engeln, hat getreten die Leute sehr gut als Gäste, dachte er, sie sind Araber sogar, egal, und er hat sie gefüttert. So steht im Torah. Was heißt gefüttert? Talmud sagt mit dem Zunge. Delikatessen. Ja, also hat nicht gespart. Ein Steak oder Steak ist auch noch eine, es ist Schulter vom Kuh. Ja? Also ich verstehe ein bisschen den koscheren Fleisch. Es gibt verschiedene Teile, haben verschiedene Namen, verschiedene Preise. Ja? Also füttert jemand eine großartige Gastgeberkeit. Das ist die Zunge, die Delikatessen. Das hat der Abraham gemacht zum Araber, ja. Für jeden. Das heißt nämlich für jeden. Okay. Also, und deswegen, ich denke, ich hab schon erwähnt, dieser Absatz ganz, ganz lustig. Und dann, Rambam lacht über die Leute, die wollen mehr und häufige Dinge. Und sogar sie haben schon keine Kraft, physisch oder geistlich, für diese Dinge. Und die, diese nötigen Dinge, ja, sie haben die Ziel. Luft, Wasser, grundsätzliche Essenarten. Und nötige Dinge, sie haben kein Ziel. Ja, es ist für Genuss, für Spaß, für gute Laune, es ist alles gut. Aber kein beschlossene Ziel. Ja? Und dann, für diese Dinge, unnötigen, gibt es keine Grenze. Ja? Zum Genießen sich, es ist auch eine gute Dinge, dass jemand genießt sich ohne Ende. Mit Essen, mit Musik, mit Literatur, mit Theaterstück, Natur, Ausflügen, alles was du willst. Heute wir fliegen, okay, nicht genau, heute fliegen in die Welt, aber generell,
Ja, also, und das, jeder hat seine eigene Leidenschaft, aber hier ist eine sehr, sehr wichtige Stufe, die jede materielle Niveau, materielle Stufe, bringt und erärgt die Herren von dieser Stufe noch neue Stufe erreichen, noch höher. Zum Beispiel, jemand, der hat Kilim Shel Kesef, die Küche Geschirr von Silber. Mhm. Es war gut. Es war gut und deutlich, auch sogar 50 Jahre vor. Ich erinnere mich als Kind. Heute ist es für die Leute egal. Gibt es plastische, ja, Holz. Aber dann, ich erinnere meine Großeltern haben übergeben die Silber. Es war egal, auch heute für die Leute egal. Also dann, es war wichtig. Also auch in dieser Zeit von Rambam, die silberne Geschirr für Küche, Messer und so weiter, das ist wichtig. Das ist ein Zeichen von Reise. Okay. Jemand, der hat Küchengeschirr von Silber, er will noch besser Geschirr von Gold. Logisch. Mhm. Weil es ist noch eine höhere Stufe. Und jemand, der hat schon die Küchengeschirr von Gold, was will er mit dieser Logik und Linie? Er will noch nächste Stufe, diese Geschirrstücke von Gold mit Diamanten installiert. Noch besser. noch. Wunderbar. Okay. Wenn jemand hat eine Art von Diamant, gibt es die Namen auf Hebräisch, will noch teure Diamant und so weiter und so weiter und so weiter. Nämlich, er schreibt, jemand, der hat einfache Diamant. Einfache Diamant, nach Torah ist es eine weiße Diamant. Diamonds are forever, ja? Das einfache, klassische Diamant, das ist weiß, ja? Das ist klassisch brillant. Aber Odem, es ist die rote Diamant, das ist roh. Die rote Gold, kennen Sie? Okay, gibt es eine rote Stufe, auch in dieser Liga. Also, auch in Diamanten gibt es die Ebenen. Und so weiter und so fort. Und diese Dumm, Nivar, Dumm, auch Dumm, auch Ungebildete, die gleiche. Das heißt, wie ich habe gesagt, Dumm, jemand, der ungebildet. Nicht im Sinn, wir sehen gleich, dieser Mann kennt Business, kann gut Mathematik. Aber die Gotteswege, ja? Die, was wichtig, was unwichtig, ja? Er ist dumm, er ist nivar und ja, ungelernt. Ja? Das ist dieses Wort. Und dann, dieser dumme, ungelehrte Mensch lebt in Sorge, in dem Herzen. Mhm. Weil er kann nicht leisten für sich die roten Diamanten auf dem Gold im Kuchengeschirr. Es verkleidet seinen Genuss von das Leben. Es ist nicht so, es ist ein anderer Geschmack von es. So sagt man auf Hebräisch. Und er macht noch schwierige Geschäfte. Er riskiert seines Lebens, zum mehr Geld leisten. Er fliegt in das, er fliegt viel. Aflagata Yam, nicht unsere Flieger. Er nimmt Seereisen, ja, dann ist es sehr, sehr gefährlich. Dann. Mhm. Die Bruder von Maimonides hat verstorben in solcher Reise. Mhm. Diese Familie, der Vater von Rambam, er war großer Rabbiner und Dayan. Und wer bringt das Geld zu Hause? Sie hatten einen Sohn, der größere Sohn von Rambam. Er war ein großer Geschäftsmann. Und noch in Spanien. Und er hat gereist nach Indien. Also Pepper und diese Sachen. Ja? Das war sehr, sehr teuer. Dann. Ja? Und schon in Ägypten. Einmal hat nicht kehrt zurück sich zu Hause. Also die ganze Schiff. Irgendwie hat gesunken. Ja?
Das ist die wahre Geschichte. Und deswegen, Rambam sollte arbeiten, er bekommt einen Arzt, und der Arzt vom ägyptischen König, ja, und weiter und weiter. Ja, also, er schreibt, dass diese Sache, Reisen in die See, ja, okay, heute wir sagen fliegen, ja, aber dann ist war die See, das ist ein Risiko, ein gewisses Risiko, ja. Ja, und dieser Mensch dient die Könige, also er ist ein Königsleister, ja, etwa, ich weiß nicht was, ja, die Waffe oder die, ich weiß nicht was, Salz, alles was sie wollen, ja, das war ein Statut, ja, wie Rothschild in Frankfurt für jessische Herzog, ja, er war offizielle Leister von den Waffen, für die Dorf von Hessener Herzogs, ja, also das ist große Risiko, weil heute du bist Halbkönig, die Freund von König, morgens beendet in dem Knast, am besten Fall, ja. Und ist ums Leben gekommen, sagen, ja. Also, und alles was, zum diese rote Diamanten auf die Gabel und Messer reichen. Und er geht weiter, und gibt's noch die Leute, diese Leute, die kluge Leute, ja, die dienen die Könige, ja, die Hochrangierende ist nicht jeder Geschäftsmann, ja, nicht eine kleine Kiosk auf der Ecke, ja, es ist wirklich jemand, der erfolgreich, ja, ein Millionär, Multimillionär, der Oligarch, ja, und diese Leute, falls sie noch nicht erreichen, diese rote Diamanten für Gabel und Messer, sie verfluchten die Zeit, ja, weil sie arbeiten schwer, es ist doch nicht kommen zum dem Händen. Dieser Erfolg. Und dann andere Art von Dummheit und Ungelernheit. Ja, die Leute erreichen viel, viel Geld zum Trinken. Okay, Spirituosen, klar, ein Alkoholist, ja. Okay, heute ist es Drogen sogar, ja. Also es kostet Geld, du arbeitest schwer für was? Für umgeben deines Lebens? Dein Gesund, dein Gottes Gestalt. Und hier bringt ein Beispiel noch lustiger von muslimischer Welt. Wie weiß ich, es steht nicht muslimisch, aber es ist klar. Er schreibt eine Harem. Kennen Sie, was ist Harem? Ist ein Mann, viele Frauen? Ah, Harem, ja. Auf Arabisch und Hebräisch ist Harem am Ende. Weil semitische Sprachen, die betonen manch. Die manche geht am Ende. Also, in meinem Harem gibt es viele, viele junge Frauen. So, ich nach Maimonides, okay, das ist vermutlich ein Beispiel von Spanien. Und diese Frauen, sie trugen eine schöne Kleidung, schöne Röcke sozusagen. Und diese Dumm, was will er? Er will noch bessere Kleidung von diesen Frauen mit Goldstreifen auf die Röcke. Und deswegen riskiert seines Leben. Und dieser Mann schon hat keine Kraft für Beischlaf. Es ist vermutlich ein wahres Beispiel. Okay, ohne Namen, wir kennen nicht, wer es war genau. Ja, also der Mann ist alt, erfolgreich, reich, schon ein Harem, alles gut. Aber schon keine physische Kraft für junge Frauen. Aber doch, er will die Goldstreifen auf die Rocken von seinen jungen Frauen im Harem. Wunderbar. Also alle solche Beispiele, ja, das ist eine Idee, das kann man sehr, sehr klug im einen Ding sein. Doktor, Professor, alles was sie wollen. Und komplett dumm in andere Fenster. Und deswegen genau, grob zu sagen, die interviewenden Nobelpreisträger über jede Frage ist komplette Dummheit. Sie verstehen in einem engen Bereich, in diesem Nobelpreis, ja, dann, dort sind die Spezialisten, allen anderen gar nichts. Und deswegen auch die Autoren, Literaturen, sie verstehen Literatur,
nicht in jede Ding, in Politik, im Sport und so weiter. Ja, und die Modelle im Fußball spielen auch. Was für uns diese Meinungen von anderen Problemen? Jeder ist Spezialist in seinem eigenen Bereich. Okay? Und sogar wieder, jede kluge Spezialist in seinem eigenen Bereich kann sehr, sehr dumm in Lebensgesetze umgehen sein. Das ist die Idee. Okay? Also, alle solche Beispiele, das, was sagt Rambam, das ist nur erzählen, dass diese Lieder, alles ist böse, alles ist katastrophal, alles ist mich verlassen, ich hasse die Welt hasst mich. Wunderbar. Das ist Blödsinn. Das, was Rambam sagt. Das ist Rambam sagt. Also, die besseren Dinge, die sind die Mehrheit in der Welt. Und nur muss man lernen, genießen von diesen Dingen. Ja? Nötigen das. Nicht, was haben wir nicht, sondern was doch haben wir. Ja? Und dann wird man glücklich. Und deswegen, per Kehavot, ja, dieses Buch, er sagt, wer ist der glückliche Mensch? Der Schätz war hatte. Wenn schätzt du, was hast du, ist schon gut. Und dann du verstehst, du bist wirklich glücklich. Du hast ein Dach, ja, und in deinem Kopf, ja, du hast Wasser, fließende Wasser, Strom, Internet. Millionen, Milliarden Leute und so weiter haben das nicht bekommen. Und so weiter und so fort. Also, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es ist nicht, dass Maimonides ist ein großer Optimist, überhaupt nicht. Er ist sehr, sehr realistisch. Ja? Aber er kann nicht übertragen Dummheit. Das ist es strahlt von diesem Buch. Er kann nicht übertragen die Dummheit glauben, Dummheit aussagen. Und er kriegt in diese Dummheit. Ja? Und das ist ein klassisches Beispiel von Dummheit. Aussagen, diese Dinge sind Mehrheit in der Welt. Okay? Und deswegen, auch wenn wir lernen die Hiob-Geschichte, das ist eine schwere und traurige Geschichte, sehr, sehr traurige. Wir haben gesagt, dieses Buch herausfordert in die Böse um die Welt. Ja? Es ist doch nicht vergessen die Proportionen. Ja? Es ist eine Ausnahme, außer Proportionen. Ja? Auch wir sind die jüdische Geschichte, ist ganz nicht einfache Geschichte. Ja? Aber doch mit vielen, vielen tragischen Seiten, mit allen diesen tragischen Momenten, doch, die Bessere sind gut. So trösten wir uns. Ja? Gibt es die anderen Glauben in dieser Geschichte? Zum Beispiel Armenien, armenische Bevölkerung. Sie sind bis heute in einer großen nationalen Depression. Ich sage euch, ich kenne. Was sind die? Ich habe sie akustisch nicht verstanden. Nochmal. Kennen Sie Armenien, armenische Genozid? Genocide? Ja. Es war im Ersten Weltkrieg, vor dem jüdischen Genozid. Diese Bevölkerung bis heute in große Depression. Mhm. Ja? Wirklich, schon 100 Jahre. Mhm. Und sagen, ja, es ist schlimm, es ist schon 100 Jahre, können nicht sich erholen, geistlich. Privat, sie leben alles gut. Aber ich sage, die geistliche Spirit, und ich kenne viele solche. Ja? Also, gibt es verschiedene Richtungen. Ja? Mit die Böse herausfordern. Ja. Und die beste, die jüdische Weg herausfordern, die böse ist die Lachen, die Humor, Selbsthumor. Ja? Also wir lachen von der Welt, von uns selbst, von unserer Rabbiner, von uns, von alles. Ja? Das ist, ja. Aber doch, wir sagen, die besseren Sachen in der Welt, die sind die Mehrheit. Trotzdem. Trotzdem alle böse Momente und wir haben viele. Böse Momente in unserem Leben, ja, kollektiv. Gut, dann, okay, ich hoffe jetzt, wir werden ohne stoppen. Ich war einfach in einem Urlaub in Alpen. Also, jetzt, wir sind wieder zurück. Es wollte ich noch Vorwort, bevor wir direkt gehen in diese böse Geschichte von Hiob.
nicht vermischen, dass die gute Geschichte doch ist. Es gibt es auch. Gut. Dann nächste Unterricht. Wir lernen genau, was es geschah am ersten Kapitel. Wir sind am ersten Kapitel? Noch erste Kapitel. Okay. Sind, ja? Am ersten Rosh Hashanah. Wir sind noch am ersten Rosh Hashanah. Okay. Es ist alles, was in der Klang. Das ist der jüdische Weg zum Lernen in der Klang. Okay. So geht es. Gut. Gut. Gut, dann jetzt vielleicht um 20 Uhr. Sie sind Theodor mit uns. Gut, sehr gut. Also bis nächste Woche, 20 Uhr. Bis nächste Woche und ich gucke, wie ich Ihnen das Video zuschicken kann, ja? Ja, ja. Okay. Gut. Dann schönen Abend an alle. Gleichfalls, vielen Dank. Guten Abend. Ja, ja. Theo, viel Glück für deine Prüfungen, gell? Viel Erfolg. Danke. Oh. Ja. Das ist wichtig. Tschüss. Wir werden für Mann sein wichtig. Tschüss. So, wie mache ich das mit der Aufzeichnung?